Hey Leute, gestern Abend haben wir uns den Trailer zusammen angesehen und heute möchte ich nochmal etwas mehr ins Detail gehen. Denn gestern war es echt so, ich komme nach Hause, sehe den Trailer und ich muss es allen zeigen. Na, aber heute habe ich dann nochmal ein wenig recherchiert und auch ihr habt ja das ein oder andere Interessante entdeckt. Vorweg gibt's aber nochmal einen neuen Umriss des Filmes, also eine kurze Beschreibung, worum es geht. Das ist jetzt tatsächlich schon das dritte Mal, dass sie den Text ändern. Na, schauen wir ihn uns mal an. Und zwar lautet die Übersetzung wie folgt. Eine traumhafte Möglichkeit eröffnet sich der Highschool-Gruppe aus Freunden, um das Band zwischen ihnen zu festigen. Aber natürlich auch für Marinette, Adrien näher zu kommen. Überraschenderweise hat Gabrielle Agreste seinem Sohn erlaubt, an dem Schulausflug teilzunehmen. Dazu sei gesagt, dass Gabrielle ebenfalls heimlich plant, nach New York zu reisen, weil es dort eine Ausstellung von einem wertvollen Juwel geben wird. Eine Kette mit einem Anhänger in Form einer Adlerkralle, welche Lafayette angeblich George Washington als Zeichen der Freundschaft zwischen Frankreich und den USA überreicht habe. Ein Juwel, das geheimnisvolle Kräfte beinhalten soll, welche Hawkmoth für sich selbst haben möchte. Vom Flugzeug aus beobachten die Schüler, wie vier berühmte Superhelden inklusive Night Owl einen gefährlichen Technopiraten aufhalten. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Ladybug und Cat Noir werden sich mit den Superhelden verbünden müssen, um den Frieden in New York zu wahren und die Freiheitsstatue zu retten. Hier wird also noch einmal auf die magische Kette aufmerksam gemacht, auf die ich gleich zu sprechen komme, und außerdem haben wir nun Night Owl namentlich hier stehen. Aber auch von den zwei anderen Superhelden hat Thomas Struck jetzt die Namen verraten. Wenn wir uns dieses Bild hier ansehen, dann haben wir links Snowflake, wohl mit Eiskräften, Night Owl, Majestia oder Majestia, und rechts der Charakter heißt Hurricane. Da wir nun auch den Namen haben, ist sehr wahrscheinlich davon auszugehen, dass das hinter dem Charakter eine Gewitterwolke ist und Hurricane vermutlich mit Blitzen um sich werfen kann. Wer weiß, eventuell sogar kleine Stürme hervorruft. Was diese zwei angeht, so wissen wir noch immer nicht, wie das Augenmädchen im Hintergrund heißt und was genau ihre Kräfte sind. Ein paar von euch hatten vermutet, dass sie vielleicht hypnotische Fähigkeiten hat, was gut sein könnte. Das Mädchen im Vordergrund könnte die Silhouette sein, die ich euch... Puh, das müsste jetzt schon ein paar Wochen her sein, als ich euch dieses Bild zeigte. Jedenfalls haben wir hier links einmal das Augenmädchen, in der Mitte Sparrow und rechts, das könnte vielleicht dieses neue Mädchen sein. Ich hätte da ja auch die Theorie, dass sie vielleicht die Adlerkette am Ende des Filmes erhält und eventuell dann irgendwelche Adlerkräfte bekommt. Wer weiß, denkt ihr, das könnte sein? Leider ist aber nach wie vor ihr Name nicht bekannt. Und dann schauen wir uns schließlich nochmal dieses Bild an. Wie schon im Review gesagt, könnte das leuchtende Wesen natürlich Nuro sein, aber vielleicht ist es auch ein ganz neuer Kwami oder als was auch immer diese Wesen in New York bekannt sind. Dann könnte das nämlich vielleicht ein Adler sein, passend zu der Adlerkralle an der Kette. Würde in dieser Szene zumindest Sinn machen, da Gabrielle die Kette um den Hals trägt. Heißt das, Gabrielle würde in diesem Film gleich zwei Kwamis verwenden? Je nachdem, ob Natalie mitkommt, sogar drei? Na, das könnte auf alle Fälle noch ziemlich spannend werden. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die mich unterstützen, und wenn ihr neu auf dem Channel seid, dann lasst gerne ein Abo da, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ich würde mega gerne dieses Jahr noch die 100.000 Abonnenten schaffen. Ein ziemlich großes Ziel, ich weiß, aber vielleicht schaffe ich es gemeinsam mit euch. Das wär's erstmal mit den heutigen News und wie immer, bis zum nächsten Mal.